Schieb den Ball zurück ins Meer. Ich frage mich nur wieder auf der Kostenseite, wenn wir jetzt in der jetzigen Situation, Frau Lang, eben auch noch mit der CO2-Bepreisung weiter ansteigen. Nur weiter. Wenn das jetzt nicht nur durch die EU-Gesetzgebung, sondern auch durch unsere nationale Gesetzgebung zusätzlich steigt, ohne dass wir wissen, was eigentlich mit den Gas- und den Strompreisen in der Zwischenzeit passiert, denn da wird die Förderung ja auslaufen, haben wir vielleicht da noch mit einer ganz unschönen Kostensituation zu rechnen? Hallo, Pizzeria Bader? Nein, genau deshalb setze ich mich ja auch für ein Klimageld ein, weil das ja genau dafür sorgt, dass das Geld, das eingenommen wird, dann wieder zurückgezahlt wird an die Bürgerinnen und Bürger. Was hat das dann für einen Sinn? Was sogar dazu führt, selbst wenn man dann alle das Gleiche auszahlt, dass am Ende die, die weniger Geld haben, besonders stark davon profitieren. Das heißt, man hat da auch ein Element der Gerechtigkeit mit drin. Aber darauf sollten wir hinarbeiten. Gut, ich sehe mal zu, was ich noch aus dem Sofa zusammenkratzen kann.